Jeder kennt Rolex. Rolex ist ein Synonym für Luxus. Rolex hat weltweit einen erstklassigen Ruf und gilt landläufig als Statussymbol. Für viele vermittelt Rolex ein Gefühl von Prestige, das nur wenige andere Marken erreichen. Auch wenn man sich darüber streiten kann, ob Rolex wirklich Luxusuhren baut. Es gibt sicher andere Marken wie Patek Philippe, Audemars Piguet oder A. Lange & Söhne, die in puncto Handwerkskunst und Exklusivität tatsächlich die Spitze des Luxusmarktes darstellen. Egal, ob man Rolex nun mag oder nicht. Eins muss man anerkennen. Rolex-Uhren haben in der Regel einen hohen Wiederverkaufswert, sind bekannt für ihre Qualität, die hochwertige Verarbeitung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Im April habe ich mir eine neue Uhr für meine Sammlung gekauft. Keine Rolex, keine Omega. Obwohl ich mir für den Preis der Uhr auch eine Omega Seamaster Diver 300M hätte leisten können. Ich hatte ebenfalls eine Option auf eine brandneue Rolex Submariner, der Traum vieler Uhrenbegeisterten, aber ich habe mich anders entschieden. Meine Wahl fiel auf ein Modell einer noch unbekannten kleinen deutschen Marke. Und jetzt werdet ihr mich vielleicht fragen, Mario, bist du verrückt? Für welche Uhr entscheidet man sich gegen diese beiden ikonischen Uhren? Hast du, gerade weil du dich gegen eine Sub entschieden hast, nicht Geld verbrannt? Ja, das sind wirklich berechtigte Fragen. Ich habe meine neue Uhr nun einige Monate getragen und kenne die Stärken und Schwächen. Also, war es ein Fehler, diese unbekannte Uhr zu kaufen? Damit ihr euch selbst ein Bild machen könnt, ich zeige euch zuerst meinen Neuzugang, gehe kurz auf die wichtigsten Details und die Besonderheiten ein, aber auch auf die Kritikpunkte. Am Ende klären wir die große Frage, bereue ich den Kauf? Und ich verrate euch, warum Rolex für mich aktuell keine Option ist. Denn es gibt sehr gute Gründe, keine Rolex mehr zu kaufen. Meine Wahl fiel auf die Sherpa Ultra Dive. Die Sherpa hat mich unter anderem auf meinen Abenteuern in Island begleitet und ich muss sagen, die Kulisse dort passt perfekt zur Sherpa Ultra Dive. Island ist einfach faszinierend. Wenn euch diese Landschaften genauso begeistern wie mich, ihr genauso uhrenverrückt seid und ihr sehen wollt, wie ich Uhren Outdoor teste, dann schaut gerne auf meinem Kanal unter Outdoor Reviews. Der erste Teil meines Island Specials ist schon online und ich verlinke euch das Video auch im Abspann. Sherpa Watches ist eine junge Uhrenmarke, die in Deutschland in kleinen Stückzahlen Zeitmesser herstellt. Dabei werden hochwertige Komponenten aus Deutschland und der Schweiz verwendet. Das Design der Uhr orientiert sich an den legendären Taucheruhren der untergegangenen Marke Enika, und zwar die der Sherpa-Serie, daher auch der Name Sherpa. Wer sich für die Geschichte der Marke Sherpa und die handelnden Personen hinter der Marke Sherpa interessiert, ich habe mit dem Eigentümer Martin Klocke bereits ein ausführliches Interview geführt, was ich dir oben in einer Infokarte verlinke. Doch zuerst die Hard Facts der Sherpa. Das Allerwichtigste beim Kauf einer Uhr. Egal wie teuer, sie muss einem gefallen. Als ich die Uhr vor 2 Jahren das erste Mal sah, war ich gleich Feuer und Flamme. Das kantige, eigenständige Gehäusedesign, der besondere langgezogene Kronenschutz an der rechten Seite, die perfekte Größe für mein Handgelenk und das Farbdesign des schwarzen Zifferblattes in Kombination mit der innenliegenden, beidseitig drehbaren Lünette mit orangefarbenen Akzenten, das ist genau mein Ding. Die Verarbeitung ist erstklassig. Das Gesicht der Uhr, das Zifferblatt, ist leicht gewölbt, mit applizierten, diamantgeschliffenen Indizes versehen. Als Leuchtmasse setzt man auf Superluminova X1. Dass man hier auch auf Details achtet, zeigt sich am gewölbten Saphirboxglas. Es ist innen entspiegelt und mit einer schwarzen Metallisierung am unteren äußeren Rand versehen. Bei gewölbten Gläsern kann es an den Rändern oft zu störenden Lichtbrechungen und Reflexionen kommen, besonders wenn die Uhr schräg betrachtet wird. Diese Reflexionen können den Blick auf das Zifferblatt beeinträchtigen und zu unerwünschten Lichtreflexen führen. Durch diese schwarze Metallisierung wird der äußere Rand optisch abgedunkelt, was verhindert, dass Licht in einen ungünstigen Winkel reflektiert werden kann. Dadurch wirkt das Zifferblatt klarer und schärfer und die Uhr lässt sich auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen besser ablesen. Die für mich wichtigste Besonderheit der Sherpa. Diese Uhr hat ein Kompressorgehäuse und Kompressorkron. Die Kompressortechnologie wurde in den 50er Jahren entwickelt, um die Wasserdichtigkeit von Uhren zu verbessern, da die damaligen Dichtungen nicht verlässlich genug waren. Bereits nach kurzer Zeit verformten sich die Dichtungen und verloren ihre Flexibilität und Uhren ihre Wasserdichtigkeit. Ein Kompressorgehäuse hingegen sorgt für eine gewisse Grunddichtigkeit. Erst bei tieferen Tauchgängen drückt der steigende Wasserdruck den Gehäuseboden weiter in das Gehäuse hinein, was zu einem festeren Sitz führt. Reduziert sich der Druck, entlastet sich die Dichtung. Und auf diese Weise wurde ein höherer Druck auch auf die Dichtung über längeren Zeitraum vermieden und die Dichtungsmaterialien hielten viel länger.
Nach dem gleichen Prinzip funktionieren die von Sherpa weiterentwickelten und in der eigenen Produktion hergestellten Monoflex-Kompressorkronen. Die Kronen müssen deshalb nicht verschraubt werden und garantieren trotzdem die für einen ISO-zertifizierten Diver benötigte Wasserdichtigkeit von 20 Bar. Die speziellen Gehäusebodenkonstruktionen mit Bajonettverschluss bieten einen weiteren optischen Vorteil. Sie garantiert, dass der Gehäuseboden immer perfekt ausgerichtet ist, sodass Gravuren und Schriftzüge stets gerade und rechtwinklig erscheinen. Etwas, das selbst viele andere Premium-Hersteller nicht immer schaffen. Kommen wir zum ersten Kritikpunkt, wobei der Kritikpunkt für mich in diesem Fall sogar ein Vorteil ist. Das klingt merkwürdig, aber ich erkläre euch warum. Das Uhrwerk, genannt Mantramatic MM01, basiert auf dem zuverlässigen Standardkaliber SW200 aus dem Hause Sellita in der Top-Ausführung, welches auseinandergenommen, aufwendig beidseitig dekoriert, vergoldet und mit eigenem Rotor versehen und anschließend zusammengesetzt und reguliert wird. Meine Ultradive hat eine Gangabweichung von plus 1 bis 2 Sekunden pro Tag. Genau das, was ich von einer Uhr in dieser Preisklasse erwarte. Eine weitere Besonderheit, auf zwei winzigen Zahnrädern des Uhrwerks sind tibetisch-buddhistische Mantras lasergraviert. Dazu wurde eine eigens entwickelte tibetische Schriftart verwendet. Diese Gravuren sind mikroskopisch klein und mit bloßem Auge kaum sichtbar. Und diese Gravuren sind technisch so anspruchsvoll, dass der zuständige Lasergraveur sogar ein neues Lasergerät anschaffen musste, um die Schriftzüge auf diesen winzigen Zahnrädern unterzubringen. Martin Klocke ist praktizierender Buddhist und wollte damit das Volk der Sherpas ehren, die oft Mantras rezitieren und Gebetsmühlen drehen. In Anlehnung an diese Tradition rotieren auch die Zahnräder im Uhrwerk, was 30 Millionen Mantras pro Jahr entspricht. Deshalb spricht Sherpa auch von einer Uhr mit Herz, das tickt. Sherpa spendet einen Anteil von jeder verkauften Uhr für einen guten Zweck in der Sherpa-Region in Nepal. Bei Uhren dieser Preisklasse erwarten einige Kunden ein eigens entwickeltes Manufakturwerk. Wer ein Manufakturwerk will, ist bei Sherpa raus. Ein Nachteil aber von Manufakturwerken? Bei Manufakturwerken können Wartung und Reparaturen schwieriger und kostspieliger sein. Nur wenige Uhrmacher sind auf diese Werke spezialisiert, was zu längeren Wartezeiten und höheren Kosten führt. Uhren mit Manufakturwerk müssen meist zur Revision an den Hersteller geschickt werden, was oft mehrere Monate Wartezeit bedeutet und manchmal vierstellige Summen verschlingen kann. Rolex lässt grüßen. Wer eine Rolex oder eine andere Uhr mit Manufakturwerk besitzt, sollte sich auf lange Wartezeiten einstellen und die meist viel höheren Kosten berücksichtigen. In den seltensten Fällen haben kleine Uhrenmarken die finanziellen Mittel, die Zeit und die Kompetenz, eigene Uhrwerke zu entwickeln. Und wenn sie es tun, heißt es noch lange nicht, dass diese Uhrwerke auf lange Sicht zuverlässig und problemlos funktionieren. Manufakturwerk ist nicht immer gleichzusetzen mit höchster Qualität. Ein eigenentwickeltes Manufakturwerk mag zwar prestigeträchtig klingen, birgt aber oft Risiken. Gerade bei neuen und wenig erprobten Kalibern kann es zu Kinderkrankheiten oder Ausfällen kommen, die sich erst über Jahre hinweg herausstellen. Daher bevorzuge ich bei kleineren Uhrenmarken Hersteller, die auf zuverlässige und robuste Standardkaliber setzen, die jeder Uhrmacher kennt und für einen überschaubaren Betrag revisioniert werden können. Das SW200 gehört genau zu diesen Uhrwerken. Warum Rolex jetzt für mich keine Option ist? Rolex ist ohne Frage eine der bedeutendsten Uhrenmarken mit einer Heritage, die ihresgleichen sucht. Rolex entwickelt und produziert fast alle Komponenten ihrer Uhren selbst und steht für viele technische Innovationen, bietet eine hohe Verarbeitungsqualität und garantiert Robustheit und Präzision. Modelle wie die Submariner und die Explorer sind Toolwatches und wurden für extreme Bedingungen geschaffen. Rolex-Modelle wie die GMT Master oder die Datejust, aber auch die Submariner, haben ikonische Designs, die über Jahrzehnte hinweg nur geringfügig verändert wurden. Diese Zeitlosigkeit spricht eindeutig Menschen an, die Wert auf Beständigkeit legen. Für viele Menschen ist eine Rolex mehr als nur eine Uhr. Sie steht für persönliche Meilensteine wie berufliche Erfolge oder besondere Ereignisse und schafft dadurch eine tiefe emotionale Bindung, was aber auch mit anderen Uhren funktioniert. Im Gegensatz zu einigen anderen Premium- und Luxusmarken behalten Rolex-Uhren oft über einen langen Zeitraum ihren Wert. Dies macht sie für Sammler und aus Sicht eines Uhrenliebhabers negativer Punkt für Investoren attraktiv und steigert die Nachfrage und sorgt für lange Wartezeit, insbesondere bei begehrten Modellen und teils astronomischen Preisen auf dem Graumarkt. Und das ist schon erstaunlich, da Rolex mehr als 1 Million Uhren pro Jahr produziert und damit ein Massenprodukt bietet, trotz des vermeintlichen Luxus-Image.
Die langen Wartelisten scheinen sich aber zu entspannen. In verschiedenen Uhrenforen wird berichtet, dass es wieder Rolex-Modelle mit sofortiger Verfügbarkeit gibt. Zwar noch nicht die heiß begehrten Modelle wie zum Beispiel die Pepsi oder die Daytona und garantiert auch nicht für jedermann, aber vielleicht ist das nur noch eine Frage der Zeit. Das Ende des Uhrenhypes scheint also auch bei Rolex angekommen zu sein. Doch für mich der wichtigste Grund, warum Rolex derzeit keine Option für mich ist, ist der Mangel an Designinnovation. Die bewährten Designs langweilen mich. Das kann für Käufer, die nach etwas Neuem oder Einzigartigem suchen, ein Nachteil sein. Eine Sub und die unzähligen Hommagen und Fakes sind an jeder Straßenecke zu finden und erzeugen bei mir den Gegenteil eines Willhaben-Effekts. Eine positive Ausnahme ist die relativ neue Rolex 1908, die im Jahr 2023 vorgestellt wurde. Die beiden für mich schönsten Modelle, die Vintage Rolex Datejust 36 mit Weißgoldlünette und eine fast 25 Jahre alte Pepsi, habe ich in meiner Sammlung. Die Datejust habe ich seit fast 20 Jahren und die Pepsi bereits seit ca. 13 Jahren, also lange bevor die Popularität und Beliebtheit der GMT Pepsi regelrecht explodiert ist. Die einzige Rolex, die ich derzeit gerne noch in meiner Sammlung hätte, wäre die Explorer 2 Mark I, Referenz 1655, genannt Steve McQueen, die von 1971 bis 1973 produziert wurde. Leider sind die Preise so unfassbar hoch und ich bin nicht bereit, diese Preise dafür zu bezahlen. Von den aktuellen Modellen jedoch spricht mich bis auf die 1908 keine Uhr wirklich an. Bevor ich mir die 1908 zulegen würde, stehen aber noch einige andere, für mich noch deutlich attraktivere Dresswatches auf meiner Wunschliste. Wenn Rolex es nicht gelingt, einige grundlegende, frische, wenn nicht gar zukunftsweisende Designs zu präsentieren, sehe ich für mich aktuell keinen Grund, eine Rolex zu kaufen. Aber bereue ich jetzt den Kauf der Sherpa? Der Preis der Ultra Dive liegt bei 6.400 Euro, am Tropical Kautschuk Band und am Stahlarm Band bei 6.900 Euro. Nicht falsch verstehen, die Ultra Dive kann man nicht mit einer Submariner vergleichen. Technisch unterscheiden sich beide Modelle und auch die Designs sind Lichtjahre voneinander entfernt. Wer eine Sub, eine GMT Master oder Daytona haben will, wird sie sich bestimmt auch kaufen. Und das muss aus finanzieller Sicht auch nicht verkehrt sein. Ein valides Argument, sich eine Rolex zum Listenpreis zu kaufen, ist, je nach Modell, die in der Vergangenheit relative Wertbeständigkeit über einen mittel- und langfristigen Zeitpunkt. Und es ist Fakt. Viele Menschen kaufen sich Rolex-Uhren, weil sie sie als Wertanlage sehen. Wenn man jedoch primär eine Uhr sucht, die man tragen und genießen möchte, kann der Fokus auf den Wiederverkaufswert die Freude an der Uhr mindern. Wie sich ein eventueller Wiederverkaufspreis bei meiner Sherpa Ultra Dive darstellt, das steht in den Sternen. Keine Ahnung, ob und wenn ja, zu welchem Preis ich die Ultra Dive jemals wieder verkaufen könnte. Es mag komisch klingen, aber das ist mir überhaupt nicht wichtig. Der Wiederverkaufswert war in diesem Fall für mich nicht kaufentscheidend. Luxus ist für mich, nicht auf den Wiederverkaufswert einer Uhr achten zu müssen und die Uhr zu tragen, die ich liebe, ohne irgendwelche Rechenschaft darüber ablegen zu müssen. Und das ist vollkommen unabhängig vom Preis. Ich habe viele Uhren in meiner Sammlung, die ich für einen schmalen Taler erworben habe und genau den gleichen Reiz auf mich ausüben. Obwohl die Sherpa da schon deutlich heraussticht und für mich schon etwas ganz Besonderes ist. Auch weil sie nur in sehr geringen Stückzahlen produziert und damit wohl auch sehr selten an anderen Handgelenken anzutreffen sein wird. Der Kauf der Ultra Dive war wohl überlegt. 2 Jahre lang habe ich mir Zeit genommen, bis ich den Kaufbutton gedrückt habe. Mein Tipp: Kauft euch die Uhren, die euch gefallen. Wenn eure Traumuhr eine Rolex ist, kauft sie euch. Meine Wahl fiel auf die Sherpa und ich bin mir sicher, dass diese Uhr meine Sammlung niemals verlassen wird. Und wenn du jetzt noch das Interview mit Martin Klocke und weitere Interviews, die ich auf der Watchtime-Messe geführt habe, sehen möchtest, dann kann ich dir wärmstens das folgende Video empfehlen.